Wenn man morgens losgeht und es sind einfach mal schon 18 Grad und sonnengeiles Wetter. Guten Morgen! Wir sind immer noch in Okinawa und zwar sitzen wir schon im Auto, denn wir fahren heute den nördlichen Teil der Insel ab und dort soll es sehr viele Wasserfälle geben und allgemein sehr viel schöne Natur und da schauen wir einfach mal, was sich da heute so finden lässt. Es ist so krass, wie hell es in Okinawa ist. Ich muss meine Blende immer so weit runterregeln, damit ich nicht viel zu hell bin auf den Videos. Egal, wir sind jetzt hier angekommen und hier ist einfach mal auf diesem Parkplatz gefühlt niemand, denn es ist immerhin Februar. Trotzdem sind es aber einfach mal jetzt irgendwie gerade 18 Grad oder so und man kann hier sozusagen ohne Jacke kurzärmlich rumlaufen, wie man das gerne möchte. Und wir machen uns jetzt auf die Suche nach den Wasserfällen. Die sind halt hier dann irgendwo in der Nähe und da gehen wir zu Fuß hin. Und in Japan erklären dir immer kleine süße Figuren, was du zu tun hast. Wir sind hier und wir gehen jetzt diesen ganzen Weg hier lang. Dann ist da irgendwas. An dieser Stelle würde ich nur mal kurz erwähnen, freut euch auf dieses Irgendwas. Und dann geht es dann noch weiter und dann ist da der Wasserfall. Also erstmal, das Pinke sind Kirschblüten und das sind die ersten Kirschblüten, die ich in Japan sehe. Und dann sind da oben, glaube ich, Kolibris. Ich weiß nicht, ob man die jetzt auf dem Video überhaupt sieht. Kirschblüten und Kolibris! Yay, im Februar! Im Februar! Weiter geht's. Wir sind jetzt hier einfach den Weg lang gegangen, aber wie man sieht, steht da, dass man da nicht lang gehen darf. Und dann habe ich mir eben die Aufnahme von vorhin noch mal angeguckt und man muss irgendwie mehr oder weniger durchs Wasser gehen, um zu den Wasserfällen zu kommen. Also schauen wir jetzt noch mal, ob wir die doch noch finden. Also hier. Da sind wir vorhin lang gegangen, die Straße, und wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie hier so durchs Wasser oder so. Dass ich mich filmen kann, ohne mich dabei auf die Fresse zu legen. Okay, fängt schon mal gut an, Schuhe nass. Scheint noch ein weiter Weg zu sein. Nee, hier können wir nicht lang. Es ist rutschig. Ich weiß halt nicht, hier sieht es nicht aus, als würde es weitergehen. Ich glaube aber, hier müssen wir durch. Okay, wie machen wir das? Wir gehen hier durch. Und oh, ups. Was hast du gemacht? Na, wo ich vorhin abgerutscht bin. Und hast du wieder eine Verletzung gehabt? Ja, nee, ist der andere Fuß. Ups. Okay, Seitenwechsel würde ich behaupten. Ja. Aber ich höre den Wasserfall. Ja, ich auch. Die sind rutschig. Jeder Tag ein Klacks. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott. Jetzt wollten wir sie das nicht gucken. Ich glaube. Ja, es klingt so. Hui. Oh. Naja. Ich weiß nicht, ob man das Wasserfall nennen kann. Nee, wir haben es noch nicht geschafft. Guck mal, hier gibt es sogar Seile, dass man sich hier lang schwingen kann. Danke. Also wir sind auf dem richtigen Weg, das auf jeden Fall. Na. Warum? Festhalten an der Liliane läuft. Ja, ich glaube, hier ist langsam Ende im Gelände. Abnai desu kara.
Kiri-Iro-Senmade. Chotto. Okay, das ist das Seil, an dem ich mich festhalte. Läuft. Wenn ich das nicht gewusst habe. Oh! Oh! Warte, warte, warte! Das muss jetzt sein! Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich stelle erstmal den ISO ein bisschen runter, mache die Blende ein bisschen zu und dann... Yeah. Wenn sich das nicht gelohnt hat. Wir sind jetzt am Tataki-Wasserfall angekommen und der Weg war zwar ziemlich abenteuerlich, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind jetzt hier an einem Soba-Laden und zwar soll es in Okinawa besondere Soba geben und die wollen wir heute mal ausprobieren. Mir ist gerade im Auto aufgefallen, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, ob ich normalerweise schon mal Soba gegessen habe, abgesehen von Yakisoba. Aber wir schauen mal, wie Okinawa-Soba so ist. So, und hier hätten wir die Okinawa Soba mit Fleisch und so ein bisschen wie so eine Ramensuppe. Und dann gibt es hier noch so ein bisschen was dazu und das essen wir jetzt. Wir haben hier jetzt gerade diese Früchte gefunden und seid ihr der Meinung, dass das Ananas oder nicht? Wir sind jetzt noch an das Hedo Cup gefahren und zwar ist das der nördlichste Punkt von Okinawa sozusagen. Und ich wollte noch mal ein bisschen was zu den Okinawa Soba sagen, die wir vorhin gegessen haben. Und zwar ist das Ganze eher wie so eine Ramensuppe, aber es sind trotzdem Soba. Das heißt, man hat relativ dicke Dinge drin, aber die sind so wie Udon, weil Udon sind ja eher so dick und klipschig, sondern die sind eher so wie Soba, halt nur dick. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich die Konsistenz von Udon manchmal nicht so lecker finde. Und was ich auch richtig, richtig geil fand, war das Fleisch, was sozusagen in dieser Suppe drin ist. Das wurde sozusagen mit den Knochen gekocht und dadurch hat das, glaube ich, einen relativ coolen Geschmack bekommen. Und es war eigentlich sehr, sehr lecker. Also ich habe schon lange nicht mehr so leckeres Fleisch hier in Japan gegessen, glaube ich. Warum? Aber hier sind überall die Yen-Stücke in diesem ganzen Stein. Und jetzt ist noch einer. Konnichiwa, Bitches. Halt dein Mund. Wir sind jetzt wieder am Hotel und eigentlich wollte ich den Sonnenuntergang filmen, aber dazu sind wir ein bisschen zu spät. Aber ich werde trotzdem noch einen Timelapse machen und hoffen, dass da was Tolles rauskommt, was ich euch dann zeigen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.